das, Ronja. Und ich meine, wir alle wollen ja sicher irgendwann mal heiraten, ja? Denk ich mir. Das Video, was wir uns heute angucken, heißt, ich habe einen Baum geheiratet. Ich nehme an, die wenigsten von uns haben ähnliche Lebensziele. Ich jedenfalls nicht. Ich weiß für mich, ich will einen Menschen heiraten. Ja, keinen Baum. Wirklich keinen Baum. Kein Interesse. Wenn ihr neu hier seid, ja, und ihr habt diese echt passiert Videos noch nie gesehen, dann, ich weiß auch nicht, mir werden die ganze Zeit recommended. Wahrscheinlich, weil ich mittlerweile schon so viele geguckt habe, dass YouTube denkt, das ist das Einzige, was ich noch sehen will. Also, falls ihr die noch nicht gesehen habt, dann verlinke ich euch wie immer in der Endcard die ganze Playlist mit animierten Videos, die ich schon gemacht habe. Dann können wir die zusammen angucken. Und ansonsten würde ich sagen, legen wir los und Kopfhörer auf. Ich stand vor all diesen Leuten in meinem Hochzeitskleid. Aha. Gegenüber von einem Baum im Smoking. Keine Sorge. Oh nein, sie haben den Baum im Smoking angezogen. Oh Gott, oh Gott, warum? Ich fühlte mich so dumm, wie es aussah. Mein Gesicht war brennend heiß. Ich konnte die Leute hören, die über mich lachten. Ich dachte daran, wie ich mich bückte, um ein Blatt zu küssen und, oh Mann, wie zum Teufel kam ich hierher? Nun, lass uns ein wenig zurückspulen. Mein Name ist Chishi und hallo, ich weiß, Chishi. Was du denkst. War er heiß? Aber im Ernst, Nein, das ist nicht, was ich denke. Was ich denke ist, was ist falsch bei dir? Aber okay. Du hast den Titel richtig gelesen. Ich habe einen Baum geheiratet. Du hast den Baum geheiratet. Und nein, ich bin nicht völlig verrückt. Okay, wisst ihr was? Es ist besser als beim letzten TikTok hat mein Leben zerstört Video, weil da ist mir nachträglich erst aufgefallen, da wurde das Wort TikTok nicht einmal erwähnt im ganzen Video, ja? Hier, ich habe einen Baum geheiratet im Titel und auch im Video, ja? Nur ein wenig verzweifelt. Aha. Schau, meine Familie ist stinkreich. Meine Oma lässt Bill Gates wie ein Landstreicher aussehen. Als ich aufwuchs, bin nicht so ganz sicher, ob das stimmt. War das immer etwas, worauf ich mich freuen konnte. Auf der Grundlage der langweiligen rechtlichen Papiere, die verfasst wurden, bekam jedes Kind in meiner Familie eine Tonne Geld, sobald es 20 Jahre alt wurde. Aha. Ich war begeistert, denn ehrlich gesagt konnte ich auf keinen Fall alleine so viel verdienen. Mein Bruder ist ein Jahr älter als ich und als ich sah, was mit ihm geschah, als er sein Erbe bekam, war ich völlig aus dem Häuschen. Er wechselte von einem Scheißauto zu einer Luxuskarre. Okay, der Hate. Ja, Drecksauto. Oh, mein Bruder, so ein Loser gewesen. Und jetzt hat er ein Luxusauto. Ja, der hat jetzt einen Lamborghini und der ist jetzt viel krasser, Mann. Wert von 500 Millionen Euro. Er zog aus seinem Wohnheim aus und kaufte eine sich... Eine 500 Millionen Euro? Es gibt keine Autos für 500 Millionen. Was kostet der neue Bugatti? Der Bugatti La Voiture Noire kostet 16,7 Millionen Euro. Nix da, 500 Millionen. 500 Millionen sind 500 Millionen, du kleiner Lügenbold. Verdammte Villa. Von den Mädchen, die sich plötzlich auf ihn stürzten, ganz zu schweigen. Ich meine, ich weiß, dass er mein Bruder ist, aber ich bin definitiv diejenige mit dem guten Aussehen. Diesen Plan hatte ich mit meinem Geld okay, nicht möglich. Der Shade. Ich meine, ich wollte ein wenig davon verprassen, denn ehrlich mal, wer würde das nicht? Aber mein eigentliches Ziel war irgendwie langweilig. Was ich wollte war eine Bäckerei eröffnen. Ich wollte das Geld eine nehmen. Eine Bäckerei? Oh, das ist süß. Ein schönes kleines Haus kaufen und dann einfach jeden Tag wie ein Charakter in einer dummen Rom-Com leben. Klingt ziemlich süß, oder? Ja, ja das schon. Dachte ich auch. Aber als ich 20 Jahre alt wurde, fand ich heraus, dass meine Oma das nicht dachte. Ich wachte an diesem Morgen strahlend auf. Ich fühlte mich weil sie einfach Milliarde straight Euro. Up kein Geld gekriegt. Weil ich im Begriff war, sie zu bekommen. Ich tauchte bei ihr zu Hause auf und fragte nach meinem Geld. Hallo Oma. Diese böse, verdammte Frau lachte in mein Gesicht. Ich verstehe, dass sie meine Oma ist, aber ich wollte ihr in ihr faltiges, altes Gesicht hauen. Ich meine, sie verarscht mich. Come on, sie gibt dir halt kein Geld. So, du hast, es ist ja nicht unbedingt dein Geld. Du hast ja nicht zwingend ein Anrecht drauf. Mich, oder? In ihrer schrulligen, kettenrauchenden, alten Stimme sagte sie es mir. Du bekommst das Geld nicht, bis du verheiratet bist, Schatz. Oh. Ich kann nicht zulassen, dass du rausgehst und das Geld für Dinge ausgibst, für die kleine Flittchen ihr Geld ausgeben. Moment mal kurz. Kleine Flittchen? Hat meine Oma mich gerade eine... Okay. Nicht, dass du ein totales Flittchen bist, Schatz. Ist nur ein kleines Flittchen, ja? Kein totales, nur ein kleines, ja? Also offensichtlich. Ich meine, guck mal. Ah, du kriegst ja immer noch dein Geld, ja? Du musst nur jemanden finden und heiraten. Ist jetzt nicht so schwer. Mal irgendwann wird es schon passieren in deinem Leben. Und du brauchst jetzt ja auch nicht zwingend Geld. Großartig. Also dachte meine Oma nicht, dass ich eine totale Schlampe bin? Ich schrie sie an und sagte, es sei super unfair, dass mein Bruder sein Erbe bekommen habe. Aber vielleicht weißt war der Bruder verheiratet. Er ist ein Mann, er kann sein Geld alleine verwalten. Du brauchst einen Mann. Er kann mit seinem Geld umgehen. Ich habe ihn letzte Woche einen diamantenbesetzten Sportpokal kaufen sehen. Willst du mich... Was zur Hölle? ...verarschen? Was soll also denn das? ...habe ich genau das getan, was du erwarten würdest. Ich bin Oma gegenüber ausgerastet. Ich ging ab wie eine Rakete, nannte sie sexistisch, nannte sie alt, sagte ihr, dass... nannte sie alt, meine 80-jährige Oma. Du bist alt, Oma! Wusstest du das? Und Falten hast du auch. Ja, deine Haare, die sind grau. Da, ich hab's gesagt. ...regel sei und dass er nicht immer ihr Liebling sein sollte, nur wegen der Scheiße, die zwischen seinen Beinen hängt. Dann sagte sie mir, wenn ich bis Ende der Woche nicht verheiratet bin, bin ich fertig.
Das ist jetzt deine Schuld. Okay, ja. Das ist auch nicht cool von der Oma, aber... Niemals. Ne? Ihr wisst schon. Kennst du den Moment, wenn du merkst, dass du die Grenze überschritten hast und dein Blut gefriert? Ja, ich bin ein gutes Stück über diese Grenze gerannt und mein ganzer Körper war eingefroren. Sie ließ mich einen Vertrag unterschreiben. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Bei meinen Prinzipien bleiben oder Geld bekommen. Offensichtlich habe ich mich für das Geld entschieden. Offensichtlich. Ich bin dumm. So begann leider meine Männerjagd. Natürlich begann sie dort, wo die meisten ihn anfangen. In einer Bar. Aber heilige ich habe noch nie in meinem Leben etwas mehr gehabt. Warum fluchen die so viel in letzter Zeit in diesen animierten Geschichten? Willst du jemals etwas Erbärmliches sehen? Geh in eine Bar und setz dich alleine rein. Ich habe noch nie in meinem Leben so gruselige Typen gesehen. Weißt du, wie viele Kerle auf mich zukamen und sagten, wo habe ich dein wunderschönes Gesicht schon mal gesehen? Er ist ein Catch. Verstehe nicht, warum du den nicht willst. Bisschen Sabber im Mundwinkel. Augen wahrscheinlich auf sonstigen Drogen. Wunderschönes Gesicht nicht. Schon mal gesehen. Ne? Ich meine, komm schon. Oder wie wäre es mit, wenn ich dir einen Drink spendiere? Guck mal, der ist sogar alt, der stirbt bald. Ich konnte es nicht tun. Ich ging nach Hause, ich kaufte Mozzarella-Sticks und setzte mich in meine beschissene Wohnung und sah, wie meine weise Entscheidung einen Mozzarella-Sticks aus dem Fenster machen. Ich schaltete etwas Reality-TV ein, um meine Sorgen zu ertränken. Und da sah ich es. Eine Frau, die eine Achterbahn heiratete. Egal. Sie plapperte immer wieder darüber. Der Klassiker Reality-TV, der enttäuscht dich nie, ja? Du weißt immer, was du hast. Wie verliebt sie waren. Und sie bekam eine echte Heiratsurkunde, um ihre Ansprüche zu untermauern. Kein Müll. Offensichtlich war diese Frau ziemlich verrückt. Aber als ich den Kanal wechselte, wurde mir klar, dass eine Ehe ist. Also schlenderte ich in den Supermarkt, um mir einen Mann zu besorgen. In einem Paar flauschiger Pantoffeln. Aber kannst du nicht einfach in den Club gehen? Und dann irgendeinen Typen nehmen in deinem Alter. Und den danach direkt wieder, also du kannst dich ja wieder scheiden lassen. Hast du keine männlichen Freunde, wo du sagen würdest, weißt du was, ich will nicht romantisch mit dir zusammen sein, aber ich krieg sonst mein Geld nicht. Haben wir einen Deal? Ja? Also, ich meine, es muss ja nur auf dem Papier stehen. Du musst ja nur quasi einmal heiraten. Du kannst dem ja auch was dafür anbieten. Du kannst sagen, hey, weißt du was, wir sind seit 10 Jahren befreundet, du kriegst ein Auto. Ich bin Millionärin, wenn du mich heiratest. Also, haben wir einen Deal oder haben wir einen Deal? Ohne Make-up und ohne BH fand ich ihn. Ein kleiner Zitronenbaum in einem Topf. Da war etwas Armseliges an ihm, das ich liebte, schätze ich. Also kaufte ich ihn und brachte ihn zum Gerichtsgebäude. Ich musste das tun, bevor mein Verstand zu mir zurückkehrte. I hate it. Er ging und eine Heiratsurkunde verlangte. Dachte ich, ich würde in eine Zwangsjacke gesteckt und sofort mitgenommen werden. Die Person hinter dem Tresen blinzelte mich an und griff nach dem Telefon, als wolle sie die Polizei rufen. Ich sagte ihr, dass das mein Ernst ist. Sie griff weiterhin nach dem Telefon. Ich spreche mit ihrem Manager und lasse sie feuern, wenn sie mir keine geben. Ach, entschuldigen Sie mal, Karen, was soll denn das? Ich weiß nicht, woher das kam. War ich plötzlich zu einer gemeinen alten Karen einer Person geworden? Das muss es gewesen sein. Vermutlich, weil das hat geholfen. Dann bam, die Unterschrift. Ich fragte nach seinem Namen und ich sagte das Erste, was mir einfiel. Zitroni. Lemony. Lemony. Ist das Gleiche. Ja. Es ist actually das Gleiche. Das ist nur aus der englischen Übersetzung. Ja, wie auch immer das Mädel heißt und ich, wir haben eine starke Verbindung. Sagte sie und rollte die Augen. Sagen Sie den Namen meines Mannes nicht so, fauchte ich. Möglicherweise würde ich die Sagen Sie den Alter, ich kann nicht mehr. Sagen Sie den Namen meines Mannes nicht so. Lemony und ich, wir sind füreinander bestimmt. Ergreifende verrückte Frau, wie ein Champion spielen. Ich ging mit der Heiratsurkunde im Schlepptau geradewegs zu meiner Großmutter, Lemony auf dem Beifahrersitz. Lemony auf dem Beifahrersitz. Man kennt ihn. Ich klatschte die Urkunde vor sie und sagte ihr, sie solle bezahlen. Sie fragte, wo zum Teufel mein Mann sei und ich nickte zu Lemony. Mein Mann. Right there. Er steht da. Es ist ein Zitronenbäumchen, ne? Ich habe ihn Lemony genannt. Natürlich. Meinsten Witz auf der Erde erzählt habe. Sie starrte mich an, knirschte mit den Zähnen und rollte die Augen. Sag mir nicht, dass du den Verstand verloren hast, fuhr sie mich an. Ich meine, das habe ich, aber aus gutem Grund. Ich meine, du hast nicht wirklich den Verstand verloren. Ich meine, klar, ich habe eine bessere Idee gehabt, aber wenn du keine Freunde hast und deine einzige Option ein Baum ist, who am I to judge? Ich liebe und seine starken Äste? Gott, das klang so dumm. Aber als Großmutter sich den Vertrag ansah, den sie unterschrieben hatten, stürzte die Wahrheit auf sie nieder. Heiratsurkunde gleich Geld. Und ich hatte eine Heiratsurkunde. Sie schob einen Check zu mir rüber. Leute, das ist der Moment, in dem ich im Lotto gewonnen habe. Oh, ich darf an all die Dinge für die Flittchen Geld ausgeben. Und ich begann, eine Liste zu schreiben. Neue Outfits? Check. Neue Stilettos hoch genug, um mir damit den Hals zu brechen? Check. Neues Haus? Check. Neuer Whirlpool? Klassische Flittchen-Dinge, ja? Neue Klamotten. Sonst kauft niemand Klamotten, ja? Du kannst kein normaler Mensch sein und Klamotten kaufen. Haus ich auch nicht. Ich schlief nicht einmal.
Ich lief die nächsten Tage herum und kaufte einfach all die Dinge, die ich nicht brauchte. So fühlte sich das echte Leben an. Ich verstarrte Lemony in einem Schrank und ging hinaus, um meine Träume zu verwirklichen. Ich meine, Lemony kannst du ja auch draußen im Garten hinstellen. Das ist ein Zitronenbaum. Ist jetzt nicht per se schlecht, ja? Als ich das Gebäude fand, das meine Bäckerei werden sollte, wollte ich heulen. Endlich würde ich das Leben haben, das ich mir immer gewünscht hatte. Ich hatte nicht einmal ein Achtel des Geldes ausgegeben. Ich wollte ein Unternehmen gründen. Ich wollte in der Lage sein, das zu tun. Also dann verdient sie dann ja auch wieder Geld. Das ist ja nicht schlecht. Alles passte zusammen. Ich meine, das war, was ich dachte. Bis ich das schwarze... Okay, darf ich eine Frage stellen? Warum sabbern in dieser Serie alle? Weil warum haben alle irgendwo Sabberfäden an ihrem Mundwinkel? Auto hinter mir bemerkte. Auf dem Weg ins Einkaufszentrum, es war da. Als ich zu einem Tinder-Date ging, es war da. Du gehst sogar auf Tinder... Are you kidding me? Wie kann das sein? Wie kannst du auf Tinder-Dates gehen? Und du heiratest einen Baum und nennst ihn Lemony. Ich fing an, Meilen und Meilen im Kreis zu fahren, um zu sehen, ob es noch da war. Eines Tages konnte ich es nicht mehr tun. War es die Mafia? Die ist gerade eine Einbahnstraße hochgefahren, habt ihr es gesehen? Ein paar Schlägertypen, ein Widerling von der Highschool. Ich fuhr hinüber und parkte und schnitt dem Auto... Es ist der Dude aus der Bar. Ich glaube es ja nicht. Es ist hier Sabberkopf mit dem Bauch. Let's go. Ich eilte zum Auto und hämmerte gegen die Fenster und fragte, wer da drin saß. Es ist die Oma. Ehrlich gesagt, ist die Oma. Fühlte ich mich verdammt cool. Ist die Oma. Ich fühlte mich wie ein Spion in einem Film. Ich meine, ein schlechter, aber immer noch ein Spion. Immer noch ein Film. Der Mann hob die Hände. Ich blickte auf seine Marke. Da stand Betrugsermittlung. Oh je, auch das noch. Natürlich handelte es sich da... Betrugsermittlung. Aber meine Betrugsermittlung. Ich meine, meine Ehe war ein verdammter Betrug. Der Mann sagte mir, ich hätte eine Woche Zeit und es sah nicht gut aus. Ich meine, mein Mann saß an einem Schrank und verfaulte. Auf der Heimfahrt kam ich an der Bäckerei vorbei. Die Erkenntnis, dass ich mein Geld verlieren könnte. Dass ich die Bäckerei, meinen ganzen Traum verlieren könnte. Du hast die Bäckerei noch nicht mal. Jetzt mal ganz entspannt. Außerdem, was soll denn das heißen? Der Mann weiß doch nicht, wie sie in dem Verhältnis zu Lemony steht, ja? Also die kann ja wohl gut und gerne, kann die ja, sagen, zu Hause mit ihm Zeit verbringen. Sie ist ja nicht die ganze Zeit draußen. Es war zu viel. Also tat ich, was vielleicht, jeder absolut... Vielleicht haben Lemony und sie eine offene Beziehung, das weißt du doch nicht. ...tun würde. Ich fing an, den Zitronenbaum mitzunehmen. Wir gingen zum Abendessen aus, Lemony saß mir gegenüber, vor Schön. Anderen Menschen. Ich konnte sehen, wie die Leute flüsterten. Es brauchte jede Faser meines Wesens, um meinen Mund zu halten, um mich daran zu hindern, sie zu beschimpfen. Aber ich wusste, dass ich es nicht konnte. Ich musste doch verliebt sein. Ich streichelte also seine Blätter. Oh nein. Oh, Fortsetzung folgt. Alles klar. Jungs und Mädchen, es gibt eine Fortsetzung, scheinbar. Ich finde die bestimmt irgendwie bis zur nächsten Folge. Und dann gucken wir uns die danach an. Macht's gut. Bis morgen. Tschüss.